Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Sozialmagazins des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes Fleming-Spreewald. Ich befinde mich heute hier im Haus des Ehrenamts in Luckenwalde, quasi der Zentrale des DRK-Kreisverbandes, und begrüße Harald Albert Zwick, erster Kreisverbandsvorsitzende, und Rosemarie Schramm. Sie ist Vorstandsmitglied und zuständig für den Bereich Flüchtlingshilfe. Ein aktuelles Thema, über das ich heute mit den beiden sprechen möchte. Hallo. Das Deutsche Rote Kreuz und Flüchtlingshilfe, wie passt das zusammen? Oh, ganz einfach. Das Deutsche Rote Kreuz macht mehr oder weniger seit 150 Jahren Flüchtlingsarbeit. Denn wenn Sie sich vorstellen, Krieg bedeutet gleichzeitig immer Vertreibung, dann sind Menschen auf der Flucht und irgendwo müssen sie hin. Also gilt es auch um die Versorgung von Menschen, die auf der Flucht sind und irgendwo ankommen. Und wir sind nun mal hier in Deutschland nun die Stelle, wo viele, viele hunderttausend Menschen ankommen. Also kümmern wir uns darum. Wie die Flüchtlingshilfe im Näheren aufgebaut ist und welche Bereiche dazugehören, erfahren Sie nach dem ersten Beitrag. Helfer auf vier Pfoten, Rettungshunde. Zur Ausstellungseröffnung wurde als Ehrengast Ex-Kickbox-Weltmeisterin und TV-Moderatorin Christine Theiss begrüßt. Die ehrenamtliche Rettungshundeführerin sprach im Haus des Ehrenamts in Luckenwalde über die Arbeit und Bedeutung von Rettungshunden, auch heute im Zeitalter modernster Technik. Suchen wir in einem Wald, wo zum Beispiel eine Wärmebildkamera überhaupt keine Chance hat, durch das dichte Gebüsch zu kommen, dann kann nur der Hund am Boden die Person noch finden. Oder ich führe zum Beispiel einen Mentrailer, da nützt mir die Kamera gar nichts, wenn ich eine 1,5 Millionen Stadt wie München versuche, einen Menschen zu finden, sondern da ist dann die Nase des Hundes gefragt. 1893 wurde der Deutsche Verein für Sanitätshunde gegründet. Ihre ersten Einsätze hatten die Rettungshunde zu Kriegszeiten. In der Ausstellung kann man die Geschichte des Rettungshundes eindrucksvoll nachvollziehen. Es beginnt mit der Person des Gründers des Deutschen Vereins für Sanitätshunde. Das war Jean Bungartz aus Köln, der 1893 den Verband gegründet hat. Dann geht es über eben diese Gründungsphase, womit man da zu kämpfen hatte, wie sich dieser Verband dann entwickelt hat, bis er nach dem Zweiten Weltkrieg aufgelöst worden ist. Dann geht es über die Einsätze im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, über die internationale Hundearbeit und dann verschiedene einzelne Aspekte, die dann in der Ausstellung thematisiert sind. Wasserrettungshunde, Flächenhunde, Trümmerhunde – heute gibt es viele Spezialeinsatzgebiete. Die ehrenamtliche Rettungshundestaffel des DRK-Kreisverbandes verfügt über 6 geprüfte und einsatzbereite Rettungshundeteams. Nicht nur der Hund, auch der Hundeführer muss in guter konditioneller Verfassung sein. Man muss ihn an die verschiedensten Windbedingungen gewöhnen, an Wetterumschwünge und was weiß ich. Also das sind alles Dinge, wo etwas anders riecht, womit der Hund aber klarkommen muss. Und der Mensch muss natürlich auch ausgebildet werden. Wir werden ausgebildet in Erste Hilfe, in Funk, in Erste Hilfe Hund auch natürlich, in Orientierung, in Karte, Kompass. Das sind alles so Dinge, in denen auch der Hundeführer regelmäßig Fortbildungen besuchen muss, damit nicht nur der Hund dann fit ist, sondern der Mensch, der hinten dran hängt, dann auch mit der Person was anfangen kann. Die Ausstellung ist noch bis zum 18. September im Haus des Ehrenamts in der Luckenwalder Parkstraße während der Geschäftszeiten zu sehen. Der Eintritt ist natürlich frei. Liebe Zuschauer, willkommen zurück. Heute geht es um das Thema Flüchtlingshilfe. Gerade gab es schon einen kleinen Einblick in die Arbeit. Frau Schramm, wie sieht die Arbeit in der Flüchtlingshilfe konkret aus? Welche Bereiche gehören alle dazu? Also das Rote Kreuz ist ja vielfach auf dem Gebiet der Flüchtlingshilfe tätig. Bundesrepublikweit, in vielen Übergangseinrichtungen, in Erstaufnahmeeinrichtungen, in ehrenamtlicher Arbeit und Begleitung an vielfacher Stelle, in der Begleitung minderjähriger Flüchtlinge, die da auch einen besonderen Schutz bedürfen. Also die gesamte Bandbreite wird von uns eigentlich als Rotes Kreuz bedient. Und wir hier im Kreisverband sind in den 90er Jahren sehr aktiv gewesen bei der Umsiedlung der Flüchtlinge aus den ehemaligen Sowjetrepubliken. Als sie hier zu uns zogen, da haben wir in Niedergörsdorf eine Migrationserstberatungsstelle gehabt, die eben solange der Bedarf da war, auch die Aufgaben erfüllt hat. Wie sieht es denn aktuell aus? Aktuell sind wir wieder als Rotes Kreuz in besonderer Weise gefragt. Jetzt, wo die Situation so ist, dass immer mehr Menschen in Deutschland Zuflucht suchen und Flüchtlinge weltweit auf der Flucht sind, in ungeahnter Größenordnung, ist es so, dass wir uns wieder verstärkt einbringen wollen und werden. Dazu sind die ehrenamtlichen Helfer bei uns im Kreisverband bereit und auch die Hauptamtlichen wollen dort ihren Beitrag leisten. Wie sieht es aus als Beispiel?
In allen Landkreisen werden jetzt Flüchtlingsunterkünfte gesucht, händeringend Flüchtlingsunterkünfte gesucht, wo Menschen menschenwürdig auch untergebracht werden können. Dazu gibt es die unterschiedlichsten Bestrebungen in den einzelnen Landkreisen. Wir sind ja für den Landkreis Dahme-Spreewald zuständig und Teltow-Fleming. Und da ist es jetzt so, dass wir uns angefragt wurden, unter anderem, ob wir uns auch vorstellen können, direkt eine Übergangseinrichtung zu übernehmen, um Menschen dort Hilfe zu leisten. Und das wird jetzt demnächst beginnend im Landkreis Dahme-Spreewald sein. Und so wird es eben auch in der Gemeinde Golzen solch eine Einrichtung geben. Und da haben wir uns um die Trägerschaft bemüht. Und der Landkreis hat gesagt, ja, auf der Grundlage des eingereichten Konzeptes sehen wir gute Voraussetzungen, dass ihr das auch entsprechend gut machen könnt. Und wir werden das jetzt tun und machen und die 102 dort erwarteten Neubürger, wenn sie auch nur vorübergehend da sind, dann herzlich begrüßen und ihnen zeigen, was es heißt, in Deutschland zu leben. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, wie Sie sich zu diesem Thema engagieren können, erfahren Sie nach dem zweiten Beitrag. Sommerfest mit Vogelhochzeit. In der Rangsdorfer DRK-Kita Waldhaus führten Kinder, Eltern und Erzieherinnen gemeinsam Rolf Zukowskis Vogelhochzeit als Musical auf. Rund ein halbes Jahr wurde daran gearbeitet, von der Choreografie über die Requisiten bis hin zu den Kostümen. Die Vogelhochzeit ist ein Thema, was eigentlich auch so ein bisschen übertragbar ist jetzt auf unsere Vorschulkinder auch. Es erzählt vom Werden, vom Leben, ne, vom Erwachsenwerden, vom Flüggewerden und loslassen können, denn das ist manchmal gar nicht so einfach. Und da gibt es so diese Parallelen, gepaart mit der wunderschönen Musik von Rolf Zukowski. Das ist einfach was, was Spaß machen muss. Seit 2007 ist der DRK-Kreisverband Fleming-Spreewald Träger der ehemals kommunalen Kita. Es gibt 85 Plätze für Kinder ab 2 Jahren. Besonders viel Wert wird aufs Musikhören und Musikmachen gelegt. Außerdem ist Englisch Zweitsprache. In der hauseigenen Küche dürfen die Kinder helfen und auch mitbestimmen, was auf den Tisch kommt. Alles Bestandteil der hier praktizierten halboffenen Gruppenarbeit. Die Kinder können nach Angebot und Wünschen in unseren Lernwerkstätten tätig sein. Sie können sich mit einer Aktionskarte eine Aktion am Tag wählen, nehmen an der teil und die restliche Zeit im Tagesablauf gehören sie zu ihrer Gruppenerzieherin in ihre Gruppe. 3, 2, 1, Start! Beim Gemeindefest im September am Rangsdorfer See wird es nochmal eine Aufführung der Vogelhochzeit in dieser Zusammensetzung geben. Dazu kommen all die Waldhauskinder wieder zusammen, die dann mittlerweile in die Schulen ausgeschwärmt sind. Liebe Zuschauer, willkommen zurück. Frau Schramm, wenn ich mich persönlich engagieren möchte, was kann ich tun? Also ich denke, da gibt es eine ganze Menge, was man tun kann. Wir sind erstmal, das will ich an der Stelle auch sagen, sehr dankbar, dass wir schon viele Anrufe von Menschen haben, die sich einbringen wollen, die Ideen haben, die kreativ sind, die einfach sagen, wie kann ich Sprachkurse machen, wie kann ich dieses machen, wie kann ich mich einbringen, um einfach auch in der Alltagsbegleitung Unterstützung geben. Dann gibt es die vielfältigsten Möglichkeiten. Wichtig ist immer, dass wir uns mit den Menschen unterhalten. Was können sie sich vorstellen? Wo sind ihre eigenen Interessen? Um sie dann mit den Interessen der Flüchtlinge auch zusammenzubringen. Weil es muss ja auch ein gegenseitiges Verständnis miteinander da sein. Und wir wollen sie ja nicht überversorgen, sondern wir sollen mit unserer Unterstützung sollen sie ja den Integrationsprozess bei uns schaffen. Und das heißt, ein gesundes Maß zu finden. Aber wie gesagt, jederzeit herzlich willkommen. Und ich glaube, wir haben ja auch unsere Ehrenamtskoordinatorin, Nicha Zwick, hier vor Ort, die auch sehr gut darauf vorbereitet ist, mit jedem, der uns an der Stelle helfen möchte, auch zusammenzuarbeiten.
Herr Zwick, Frau Schramm hat gerade schon das Thema Alltagsbegleitung angesprochen. Was kann ich mir darunter genau vorstellen? Ja, ganz einfach, ich gehe mal hin in so ein Übergangsheim und biete mich an und frage, wobei kann ich helfen? Kann ich helfen, den Einzelnen, weiß ich was, bei seinem nächsten Gang zum Einkaufen zu begleiten, bei seinem Gang zur Behörde zu begleiten? Kann ich ihm helfen, weiß ich was, mit seinen Kindern umzugehen? Kann ich Spielsachen besorgen? Kann ich irgendwie jedenfalls dazu beitragen, dass er also merkt, A, es ist toll, hier zu sein, aber B, auch eben, er wird unterstützt und kriegt dadurch auch mit, wie hier gelebt wird und wie hier im Einzelnen er sich dann auch einbringen kann. Wenn ich Interesse habe, mich zu engagieren, wo kann ich mich konkret hinwenden? Also beim Roten Kreuz kann man sich an alle Stellen, wo außen ein Rotes Kreuz dran ist oder wo man weiß, es ist eine Rotkreuz-Einrichtung, kann man sich hinwenden. Ob das ein Ortsverband ist, ob das eine Einrichtung und eine Dienststelle ist. Ja, überall dort nimmt man Vorschläge und Anregungen gerne entgegen. Und wir werden Sie dann entsprechend informieren und werden dem auch entsprechend nachgehen. Herr Zwick, Frau Schramm, vielen Dank. Liebe Zuschauer, das war es auch schon, unser aktuelles Sozialmagazin. Ich freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.